Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Es geht weiter nach Betta. Wir sind gerade noch bei der Tankstelle, wo es auch Campingplätze gibt und Airbnbs, haben wir gebucht gehabt. Sehr nett, die Dame und der Herr geben uns lauter Tipps. In der Tankstelle ist auch noch ein Supermarkt mit allen, was man so braucht, zu empfehlen. Der Tankstelle gibt es natürlich auch was zum Austreten und die haben nach männlich und weiblich kreativ gekennzeichnet. Wo man kassierend zahlen darf und das Tanken hat auch noch Schlechtes. Mittagspause mitten auf der D707 zwischen Dünen und Tirasberge. Und jetzt schnell ins Auto gerettet, weil da ein Gegenverkehr kommt. Und der uns sonst mal zuerst am dort. Wir sind gerade im Sand gefahren, da haben wir den Reifendruck ablassen. Und jetzt pumpen wir unsere Reifen wieder auf, dass wir am Schotter besser vorankommen. Kurzer Zwischenstopp im Dubisip Castle. Ja, wenn ihr euch da umschaut, dann könnten wir jetzt auch in Deutschland sein. Weil das schaut darin aus, weil er. Weil ich in so ein deutscher Bad. Weil ein Schloss, das was irgendwo in Deutschland stehen kann. Dann filmen wir jetzt mal ein bisschen miteinander. Und danach lösen wir auf, warum das Schloss da mitten in der Wüste steht. Also das ist der Eingangsbereich, den muss man vorhin schon gesehen haben. Da drüben sind die Schlafzimmer. Und jetzt gehen wir kurz in die Küche. Nein, ins Esszimmer. Und wenn man sich die Möbel anschaut, kann man sich das vielleicht auch auf Neuschwanstein vorstellen. Sehr viel von Deutschland importiert man. Ja. Das da? Das ist ein heißes Gerät. Von der Norma. Von der Norma? Da steht Norma. Germany. Was ist das für ein heißes Gerät? Das ist ein Lockenwickler-Heißmachgerät. Wovon wenn man rausgeht? Dann ist es eine grüne Oase. Da ist jetzt gerade ein Hotel drin mittlerweile. Und draußen ist Wüste und erinnert ist grün. Das ist ein Hotelzimmer vor dem Schloss, was man buchen kann. Und man schaut schon edel aus. Für einen Otto Normalverbraucher bei uns. Jetzt kommt die Auflösung. Und zwar steht das Schloss dahinter, das da ganze, so groß ist es eigentlich nicht, steht da, weil das ein Sachse gebaut hat. Der ist runtergekommen mit der Schutztruppe nach Namibia, weil er nach Deutschland zurückgegangen ist, hat er sich vorgenommen, dass er nach Namibia wieder kommt, ist dann mit seiner Frau daher, hat das Schloss gebaut. 1907, 1909 war es fertig. Ja. Also 1908. Und dann hat er aber in den Krieg gezogen und dann ist er 1916 gefallen leider. Die Frau ist wieder zurück nach Deutschland, hat dann eine Weile in München, Tegernsee gelebt und ist aber dann in die USA. Ja, und ist nie mehr dahergekommen nach Afrika. Ja, dann ist das Schloss in verschiedene Hände gegangen und mittlerweile ist ein Hotel. Und die ganze Schlossausstattung, also die ganzen Möbel, die haben das Ehepaar damals während der Deutschlandreise schon zusammengekauft gehabt, überall her. Manche Italiener haben noch italienische Möbelstücke dabei oder ganz viele Deutsche und die haben es da eingekauft und importieren dann und da aufgestellt. Ja, und deswegen steht in der Wüste von Namibia ein deutsches Schloss. Bingo. Wer hätte das gedacht? Wir sind am Campingplatz angekommen, im Betta.
ruhig, aber windig. Mordsschön. Mit Tisch und Bank. Unterstand und Sonnenterrasse oder Sternbeobachtungspunkt. Ja, wir haben heute wieder selber gekocht. Wow. Wir haben noch Reis übrig, falls jemand was macht, soll ich sagen. Ansonsten gibt es Bratwursttopf mit Reis. Ah ja, Hängematte haben wir auch draußen. Spezialkonstruktion bei Martin. Schauen wir, wie lange das aushält mit dem Fliegennetz. Und mit diesem Sonnenuntergang verabschieden wir uns. Bis morgen. Tschüss.